Liebe Freunde, liebe Leobner, darf glaube ich auch sagen, viele, die aus den Regionen gekommen sind, aus der ganzen Steiermark, heute hier sind, ein großes Danke einmal zunächst für euer Kommen. Ein großes Danke, dass ihr heute gemeinsam mit unserem Herbert Kickl, gemeinsam mit dem Marco Triller und vielen, vielen anderen Funktionären ein starkes Zeichen setzt. Nämlich ein Zeichen dafür, dass euch, liebe Freunde, unsere Heimat nicht egal ist. Und dass wir auch in Zukunft Herren im eigenen Land sein wollen und auch sein werden. Ein großes Danke für euer Kommen. Und liebe Freunde, ja, Leoben, die Baumarktshalle, die jetzt ja renoviert wird, ich habe gerade in einem Interview auch die Frage gestellt bekommen, naja, der wird ja erst renoviert, da ist eh keiner drinnen. Ja, liebe Freunde, genau das ist ja auch sinnbildlich für die verfehlte Asylpolitik der Volkspartei. Nämlich eine Halle, die jetzt da renoviert wird, wo man davon ausgehen muss und ausgehen kann, dass sie weiterhin auch in Verwendung bleibt. Und liebe Freunde, wir haben in der Steiermark mehrere von diesen Unterkünften, nämlich 500 an der Zahl. Und ich sage hier ganz offen, jede einzelne, liebe Freunde, ist eine Asylunterkunft zu viel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Und ja, wir alle wissen es und es kann man ja auch niemandem verdenken, natürlich ist auch eine Asylunterkunft, eine große Unterkunft wie die Baumarktshalle oder die Unterkunft im Spital am Semmering oder in anderen Bereichen auch ein Sicherheitsrisiko. Aufstände, Drogenkriminalität, Raub, sexuelle Delikte, alles das, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, sind keine Erfindungen der Freiheitlichen Partei. Das sind Dinge, die finden dort tagtäglich statt und stehen dort leider auch auf der Tagesordnung. Und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, und der Marco Triller hat es bereits richtig ausgeführt, es braucht einen Richtungswechsel in diesem Land. Und mit Richtungswechsel meine ich einen radikalen Richtungswechsel hin zu sicheren Grenzen, zu einer Politik, wo der Österreicher und wir wieder im Mittelpunkt der Bemühungen stehen, liebe Freunde. Genau für das steht Herbert Kickl, für das steht die Freiheitliche Partei. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wieso brauchen wir diese 500, mehr als 500 Unterkünfte in der Steiermark für Asylwerber überhaupt? Na, ganz einfach, weil die Volkspartei es nicht geschafft hat in den letzten Jahren, das weiter fortzusetzen und fortzuführen, was wir in unserer gemeinsamen Regierungszeit, und ich komme auf den Herbert Kickl noch einmal zu sprechen, auch eingeleitet haben. Eine klare Sprache zu sprechen, wenn es darum geht, die illegale Migration auch anzusprechen. Eine klare Sprache zu sprechen, dass man sagt, wenn jemand bei uns straffällig wird, wenn er sich nicht an unsere Regeln hält, dann hat er schlicht und ergreifend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, das Gastrecht verwirkt und hat Österreich rasches zu verlassen, liebe Freunde. Und wisst ihr, genau das ist die Politik der Volkspartei. Erinnern wir uns zurück ins Jahr 2015, wie wir diesen Wahnsinn auch erlebt haben in der Steiermark, in Spielfeld und in vielen anderen Bereichen. Da war die Volkspartei dann jene, die gesagt hat, wir machen mit der Freiheitlichen Partei eine Koalition, weil die Migration ist ein Thema, wir müssen die illegale Migration bekämpfen. Jetzt, 8 Jahre später, haben wir eine Volkspartei, liebe Freunde, die mut- und zahnlos ist. Wer ist der Herr Innenminister Karner überhaupt? Kennt denn jemand? Denn Herbert Kickl hat jeder gekannt. Warum hat man ihn gekannt? Weil er die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit gesetzt hat. Lieber Herbert, ich bedanke mich noch einmal bei dir. Ich habe das schon öfter getan. Du warst wirklich der beste Innenminister, den Österreich jemals gehabt hat. Und so ein Mann, der, wie du auch bist, genau so einen würden wir brauchen. Was haben wir getan, liebe Freunde? Wir haben eine klare Sprache gesprochen. Wir haben in Spielfeld gemeinsam die Polizei, das Bundeswehr, die Behörden eine Grenzschutzübung abgehalten. Wir haben dort ein Signal ausgesendet, nämlich bei uns wird kontrolliert, bei uns wird geschaut, wer zu uns kommt. Und ja, liebe Freunde, es muss auch Anspruch sein von uns allen, zu entscheiden, wer zu uns kommen soll und wer nicht. Und genau das, liebe Freunde, war damals auch, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis und Erfolgsrezept, wo wir Freiheitliche auch darauf stolz sein können. Und ja, ich weiß auch eines, und das habe ich in vielen und unzähligen Gesprächen auch mitbekommen, auch die Steirer und die Österreicher wollten genau diese Art von Politik. Und was haben sie bekommen? Bekommen haben sie diese Regierung aus Schwarzen und Grünen,
wo alles andere wichtiger ist. Da ist wichtig, dass man gendert, da ist diese ganze LGBTQ und wie das alles heißt. Alles ist wichtiger, liebe Freunde, als die Sicherheit und als vor allen Dingen auch der Erhalt unserer Heimat. Deshalb kann ich nur eines sagen, und ich werde mich jetzt kurz halten, weil ich glaube, es ziehen schon langsam hier dunkle Wolken auf. Ja? Ich kann nur eines sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es muss wieder ein Zurück zur Normalität geben. Und ich kann euch nur auffordern und auch bitten, lasst euch den Mund nicht verbieten. Lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden, wenn man sagt, wir wollen diese Menschen hier bei uns nicht. Wenn sich jemand bei uns nicht benehmen kann, dann hat er bei uns nichts verloren. Liebe Freunde, dazu braucht man kein schlechtes Gewissen haben. Das ist eine Meinung. Und zu dieser Meinung, liebe Freunde, könnt ihr gerne stehen. Und ich bitte euch, das auch weiterhin zu tun. Und wenn wir heute hier in Leoben sind, ihr wisst ja, Leoben ist ja eine rote Stadt, die SPÖ, das ist diese Partei, die nicht ganz bis 600 zählen kann, ihr wisst ja, die haben ein bisschen Schwierigkeiten. Vielleicht haben wir deshalb die 500 Asylquartiere in Arzfeld, aber bis 600 geht es bis einer nicht aus. Wenn ich hier auch in Leoben bin und vielleicht hört der Herr Bürgermeister ja irgendwo versteckt und so, dann sage ich, die Freiheitliche Partei ist genau das Gegenmodell zu dieser SPÖ. Die SPÖ, liebe Freunde, steht für Massenmigration, für ein Ausländerwahlrecht, wo jeder, der zu uns kommt, mehr wert ist als viele, viele, die ein Leben lang kackelt haben, die alles gegeben haben, damit diese Gesellschaft funktioniert, dass Österreich das ist, was wir heute auch erleben dürfen. Immer noch ein wunderbares und schönes Land. Und die SPÖ hat sich von diesen Menschen, liebe Freunde, schon weitestgehend entfernt. Und mit dem Herrn Babler oder Blabla oder wie immer dieser neue Parteivorsitzende, wir werden ja sehen, wie lange er überhaupt Parteivorsitzender ist. Er ist schon Rekordhalter, der Tosca war es nur 2 Tage oder 3. Schauen wir mal, ob es mit dem Herrn Babler besser wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Liebe Freunde, wir brauchen also Folgendes und ich komme wirklich zum Schluss. Wir brauchen Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein. Die ihr alle, so wie ihr heute da seid, auch ausstrahlt. Ihr seid heute hier, wie gesagt, um ein Zeichen zu setzen. Ja, die Österreich, die Steiermark, unsere Heimat ist uns wichtig. Wir brauchen neben dem Selbstbewusstsein Politiker und Frauen und Männer, die mutig sind. Deshalb bedanke ich mich bei Marco Triller, der euch heute hier schon einbegleitet hat. Einen großartigen und sehr guten Abgeordneten, eigentlich noch immer einen jungen Burschen, der schon einige Jahre aber mit uns gemeinsam diesen harten Weg geht. Lieber Marco, genau solche Leute brauchen wir. Aus diesem Holz muss man geschnitzt sein. Und liebe Freunde, natürlich, und ich komme wieder zurück auf die Landesebene, wir werden auch hier in der Steiermark einen Richtungswechsel brauchen. Und ich sage euch ganz offen, mir wäre es ja recht, wenn wir schon nächsten Sonntag wählen könnten. Warum? Weil ich spüre, liebe Freunde, wie groß die Unzufriedenheit ist mit der Landesregierung. Mit diesem Herrn Drechsler, mit dem noch nicht gewählten Landeshauptmann, ihr wisst, der hat ja übernommen vom Hermann Schützenhöfer. Einer, der mit dem normalen Menschen nicht viel anfangen kann. Einer, der den Zugang zu den normalen arbeitenden Menschen nie gefunden hat und wahrscheinlich auch nie finden wird. Und der andere ist ein Kompagnon, sagen wir mal fast, sein Kofferträger, viel mehr ist er ja nicht, ist der Anton Lang. Ein Erfüllungsgehilfe, das ist übrigens der SPÖ-Parteiobmann, viele kennen den ja gar nicht, obwohl er Leobner ist, viele kennen den ja nicht, den Anton. Der Kofferträger, der alles das tut, um die ÖVP an der Macht zu halten. Und die einzige Alternative, liebe Freunde, die anderen, von den anderen rede ich gar nicht, die Grünen, die Neos und die ganzen, das können wir uns gar nicht sparen. Die einzige Alternative, liebe Freunde, ist die Freiheitliche Partei. Deshalb bitte ich euch. Ich bitte euch. Ich bitte euch wirklich, nicht die Hoffnung zu verlieren, nicht den Mut zu verlieren, daran zu glauben, dass wir gemeinsam es schaffen können, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl, mit einem Volkskanzler Herbert Kickl, mit einem freiheitlichen Landeshauptmann und mit euch gemeinsam unsere Heimat zu erhalten, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder und für die Generationen danach. Ich bitte euch weiterzumachen, weiterzukämpfen und an euch zu glauben. Ich glaube an euch, ich bedanke mich bei euch wirklich für die großartige Energie, die ihr uns auch spendet, auch heute hier. Danke auch für das nette Geburtstagsständchen, bin ich fast ein bisschen rot angelaufen, war auch eine schöne Geste. Und ich kann euch versprechen, ich bin so motiviert wie noch nie, mit euch gemeinsam unsere Heimat
wieder zu unserer Heimat zu machen. In diesem Sinne, ein steirisches Glück auf, ein großes Danke fürs Kommen, niemals aufgeben, weiterkämpfen, ihr seid großartig.